Hey Leute, willkommen zum neuen Video von mir. Ich habe heute vor, euch einfach mal ein bisschen einen Kick zu geben. Das Thema ist, barfuß auf den Baum zu klettern. 20 Meter hoch ist das. Schafft ein menschlicher Körper überhaupt sowas? Hier, ne, barfuß. Tick, tick, tick. Ja, mal gucken. Ich werde euch erstmal einen wunderschönen, ja, Waldspaziergang kann man das nicht nennen, ne? Einen Baumspaziergang mitnehmen und mal schauen, wie das schön wird. Ich habe das hier besorgt, geiles Ding. Da kann ich euch gleich befestigen. Dann wackelt das nicht, hoffe ich, so stark. Das Ziel ist heute barfuß oben auf der Baumkrone zu kommen. Let's do it, wir fangen an. Ich muss euch einmal hier befestigen. Guck mal, ich kann euch auch hier unten meine Füße zeigen. Ist eigentlich schon geil. Okay, wir probieren jetzt mal aus, irgendwie hier hochzukommen. Mal schauen. Ah, ich sehe da schon mal was. Wir müssen hier einmal so durch. Sehr, sehr wenig, ne? Ich weiß nicht, wer heutzutage auf Bäume klettert. Ich kenne halt fast keinen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Wer so auf Bäume klettert, würde ich mal interessant finden, weil für mich ist das eine sehr, sehr belebende Art, seinen Tag, sag ich mal, frisch zu machen. Das ist so, wie wenn man Springolino geht früher und ein bisschen Sport gemacht hat und rumgesprungen hat. Hat man danach einen ganz, ganz schönen Tag gehabt. Okay, da sind wir schon mal. Ja, barfuß, ne Leute, ist immer noch da. Hier. Wir haben jetzt ungefähr 5 Meter hinter uns schon. So sieht es bei mir jetzt aus. Ich bin jetzt hier, ich muss mich irgendwie hier... Ich habe keine Festmöglichkeit, mich festzuhalten. Keine gute Möglichkeit. Wie, es sieht jetzt so aus, dass wir ungefähr so 10, 12 Etagen haben. Die erste haben wir schon mal, wo man, sage ich mal, gut stehen kann. Die nächste ist wahrscheinlich da oben. Ja, aber es ist noch ein guter Stück, weil hier, da ist ein kleiner Ast, aber da hinzukommen ist ein bisschen schwierig. Ich muss jetzt gucken, wie ich jetzt irgendwie hier weiterkomme. Aber macht auf jeden Fall Laune, die Sonne scheint. Ich hoffe, dass es dann doch nicht regnet. Ja, Leute, ich befestige euch einmal hier wieder dran. Okay. Wie mache ich das denn jetzt? Ah, ich sehe da was. Ah, oh, der ist aber wieder. Der ist eklig. Okay. Ich mache mal die Kamera mal so. Dann könnt ihr mal den Boden sehen. Ist, glaube ich, auch sehr gruselig für euch selbst, das anzugucken. Ah, geht gar nicht. Ich muss die Kamera von vorne nehmen, weil er klaut mir zu viel Platz gerade zum Klettern. Ja, okay. Oh, krass. Alter, ist das schwer hier. Dann mache ich euch mal nach oben. Dann kann ich besser klettern. Boah, ist das widerlich. Ist das eklig. Okay. Sorry, dass ihr gerade nichts sehen könnt. Ach was, guck mal, Leute. Da ist etwas. Ja, das ist ein Griff. Oh. Puh. Okay, zweite Etage fertig. Alter, der darf mir nicht abbrechen jetzt, weil den brauche ich auch wieder zum Zurückkommen. Ich muss mich erstmal hier hochziehen. Es ist blöd, dass die Kamera ein bisschen wackelt. Entschuldige, Leute. Alter. Oh mein Gott. Ich sehe schon das nächste Problem. Okay. Kein Problem. Okay. Jetzt sind wir auf die zweite Etage angekommen. Mein Handy darf nicht runterfallen. Oh mein Gott. Es sieht jetzt aus, dass wir die zweite Etage geschafft haben. Da geht's noch hoch. So tief sind wir schon. Ja, 7 Meter, denke ich. Das Problem ist jetzt, von hier aus muss ich jetzt daran. Da. Aber das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, okay, ich könnte auf den müsste ich drauf. Dann mache ich nochmal so einen Meter hoch. Und muss ich irgendwie da hoch mit meinen Fingern. Wenn ich das habe, haben wir eigentlich das Schwierigste hinter uns. Okay, weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Leute, nicht nachmachen, wenn ihr es nicht könnt. Ne, es ist einfach zu riskant, sowas. Macht das lieber mit Ausrüstungen oder so. Dann habt ihr auch mehr Chancen, sowas zu machen. Boah, wie komme ich denn da jetzt hin? Boah, ist das eklig. Warte mal. Okay, wir haben die dritte Etage fertig. Ich bin jetzt hier drauf.
Und ich muss sagen, Leute, ich habe ein bisschen Angst. Alter, scheiße. Ich musste kurz einmal zurück. Ich habe gerade ein bisschen Panik bekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, sehr, sehr schwierig. Boah, Alter, mein Herz, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber... Alter, mein Herz, Alter, hat wirklich gerade Panik gehabt. Puh, aber keine Sorge, ich bin geübt. Ich weiß meine Grenzen. So wie jetzt gerade muss ich einmal zurückgehen. Weil, Leute, boah, Alter, das ist so widerlich. Erstmal, wir haben zu wenig Möglichkeiten, sich festzuhalten. Und das, diese Möglichkeiten, die wir haben, sind sehr, sehr dünn. Das heißt, da stehen wir drauf. Das heißt, das kann brechen, wenn wir nicht gut unser Gleichgewicht halten können. So, das ist das erste Problem, was ich gerade gehabt habe. Das Problem ist das da. Das ist schon ein toter Ast. Das heißt, das ist sehr riskant. Und das sieht man von hier, von der Kamera nicht. Dazwischen, in der Mitte von den beiden Ästen, ist ein Loch. Da hat es angefangen mit meiner Panik. Das Loch ist voll mit Wasser, meine Hände waren klitschnass, hatte keinen Halt mehr gehabt richtig, habe das Holz nass gemacht und so habe ich wenig Halt gehabt. Und unten habe ich halt diesen dünnen Ast gehabt, der einfach mich nicht halten kann richtig. Und jetzt denke ich mir gerade, das Problem ist, ich könnte vielleicht hochkommen, aber das Runterkommen ist zu krank. Muss ich ehrlich sagen, Leute, das kann ich mir nicht zumuten. Ich muss einmal kurz überlegen, ob ich das weitermache. Wenn nicht, Leute, müssen wir einen anderen Baum suchen. Könnt ihr das sehen? Seht ihr das? Ich weiß es gar nicht. Toter Ast. Ich bin mir unsicher, Leute, ob ich mir das jetzt wagen soll, weil ich kann nicht einmal kurz testen, ob das stabil genug ist, weil unter mir einfach schlecht ist, die Position. Boah, ich muss wieder zurück. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung, ob wir hiermit weitermachen können. Die einzige Sache, die uns noch hindert, auf die Kronenspitze zu kommen, weil das mehr ist es nicht. Dieser Stück, wenn wir den haben, sind wir oben. Aber da ist es morsch. Das regt mich so auf, ne? Ich hab so Bock da hoch. Mann, ey, das nervt mich gerade sehr. Ja, schafft ein menschlicher Körper. Barfuß. Auf so einen Baum. 20 Meter Baum. Ja, wahrscheinlich. Wenn kein Baumstamm den Mensch hindert, hochzukommen. Weil ein Baumstamm ist leider so morsch, dass der menschliche Körper mit Barfuß da nicht hochkommen kann. Oh Mann, ey. Ja. Kommt, Leute. Wir gehen nochmal zum anderen Baum. Ich zeige euch einen anderen Baum. Vielleicht ist da die Möglichkeit besser, auf eine Baumkrone zu klettern, aber hier ist leider out. Ich habe leider es nicht geschafft. So Leute, ich habe einen neuen Baum gefunden. Der ist genauso hoch wie der andere. Man sieht die Baumkrone aber hier. Das ist sehr schön und so tief geht's. Und ich glaube, den werden wir jetzt schaffen. Leute, let's do it. Wir gehen hoch. Schafft ein menschlicher Mensch barfuß auf dem Baum. Das werden wir erfahren. Das werden wir erfahren. Und hier ist schon mal ein toter Ast. Super. So Leute, ich bin jetzt hier oben. Immer noch barfuß. Ein richtig schöner Baum. Wirklich ein richtig schöner Baum. Ihr könnt einfach hier zack schön balancieren. Das ist eine richtig coole Sache. Da. Boah, Alter. Ne? Schon ein sehr, sehr schöner Baum. Ja, wir sind jetzt ungefähr 4 Meter hoch und jetzt geht es erstmal wieder nach oben. Ist noch ein sehr, sehr großes Stück. Ein sehr, sehr schöner Baum. Wow. Oh, guck mal, hier können wir richtig laufen in der Luft. Oh. Ja, ist schon sehr tief. Ja. Aber ich finde es schon lustig, die Vorstellung. Das ist mein Wohnzimmer, ist so ein Baum. Okay, ich werde euch erstmal befestigen wieder und dann geht es erstmal in die Lüfte und das sieht auch richtig cool aus, diese dreierdicke Kletterecke da, da kann man richtig gut klettern. Dann lass uns mal hochklettern. So, erstmal hier lang. Dann haben wir diese Ecke, dann machen wir zack. So, okay,
Und noch ein Stück geschafft. Über die Lüfte. So, seht ihr, da geht's noch hoch. Okay, weiter geht's. Boah, Leute, schaut mal. Ist das bekloppt. Ist das tief. Ist das tief. Hammer. Ich könnte hier eigentlich die Liegestütze machen, ne? Klimmzüge. Das ist eigentlich sehr cool hier. Der Baumstamm ist sehr fest. Ah, aber ist sehr dick. Ah, ich glaube mal woanders. Ist möglich, glaube ich. Oh, okay. Haben wir das schon mal geschafft. Gehen wir mal hier lang. Hier ist auch sehr schön. Schaut euch das an, Leute. Schon sehr schön. Da hinten ist der Baum. Von dort sind wir gerade gekommen. Da müssen wir noch hoch. Und hier stehen wir gerade. Sieht man gar nicht, ne? Wie tief das mir ist. Ja, ein bisschen. Ich nehme euch jetzt erstmal so mit. Also jetzt. So. Ja, schon cooler, glaube ich. Da könnte ich, glaube ich, die Klimmzüge machen, ne? Komm mal, dann stelle ich euch irgendwo hier hin, kurz. Ah, auch blöd dann. Ja, komm, wir lassen das sein. Es klappt nicht, alleine. Ja, sorry, Leute, dass ich keine Drohne habe und sowas, weil so eine Drohne wäre auch richtig cool. Aber dann kann ich von außen aufnehmen, wo ich gerade bin und welche Höhe. Das ist halt schon sehr cool, das zu zeigen. Okay, Leute, da müssen wir irgendwie hier hoch, dann da, hoppa. Okay, noch eine Etage geschafft, wird auf jeden Fall sehr hoch gerade. Boah. Ja, sehr tief, sehr tief. Ja, ich melde mich zurück, Leute, wenn ich mein Nickerchen habe. Ich schlafe jetzt erstmal in meinem Wohnzimmer. Gute Nacht. So, ich habe mich ausgeschlafen. Okay, dann befestige ich euch einfach mal wieder. Okay, ihr seid befestigt, wir gehen nach oben. Komm, wisst ihr was? Ich mache doch einfach die Klimmzüge einfach so jetzt. Müsst ihr halt einfach, seht ihr den halt einfach so. In der Luft. Bin ich in der Luft. Und eins. Zwei. Das ist ein cooler Thumbnail, ne? Und drei. Oh, okay. So. Okay, die Baumkrone kann man schon fast sehen. Da ist die Baumkrone. Hier. Okay, weiter geht's. Es wäre geil, wenn ich euch einmal zeige, wie ich hochklettere, aber es ist schwierig mit einem Handy. So. Und nochmal, Leute, nicht nachmachen, wenn ihr nicht, sag ich mal, die Erfahrungen gesammelt habt. Es gibt coole Möglichkeiten, es auch in einer Halle zu machen. Ne? Ihr könnt es auch mit Seilen machen. Dann ist ja eh alles so egal. Dann ist es ja nicht schlimm. Ihr könnt ja euch befestigen mit Seilen. Puh, sehr schön. Okay, das macht sehr Spaß. Aber weiter geht's. Irgendwann gibt es so ein Level, wenn du, so wie jetzt gerade, wir sind gleich bei der Baumkrone angekommen, wenn ihr ungefähr da seid, bei der Baumkrone, irgendwie, ich weiß nicht, man fühlt sich so, es fühlt sich alles anders hier an. Das ist mehr so,
die Leute, die das kennen, warte mal, ich stell mich mal kurz hier hin. Das ist, macht so ein Gefühl, Leute, wenn man auf Bäumen klettert und dann fast oben ist. Ne, ich bin fast gleich da. Es fühlt sich so an, die Leute, die kennen das Gefühl, die Berge besteigen. Wenn man irgendwann so ganz alleine ist, oben in der Höhe. Und du bist einfach mitten in der Natur und es ist alles voll bergig und ich weiß nicht, die Luft ist anders, die Farben sind anders, das Gefühl ist anders. Und das wollte ich eigentlich euch einfach mal mitgeben. Probiert es einfach mal aus, auf Bäume zu klettern. Das macht so Spaß. Es kann auch Bergtouren sein. Jetzt gerade ist Sommer. Man kann Bergwanderungen machen. Das ist so schön. Ich werde jetzt auch nächste Woche auch in den Bergen wieder sein. Das werde ich auch auf jeden Fall filmen für euch. Ja, mal gucken, ne? Aber Leute, was ich euch mitgeben möchte, probiert was Neues aus, weil das tut so gut. Es tut so gut und ich merke das gerade wieder. Und da ist die Baumkrone. Wir sind gleich da. Hier sind wir gerade schon sehr, sehr hoch. Wir können auf den Dächern von den Häusern gucken. Locker schon. Das ist halt... Komm, ich nehme euch jetzt mit. Es reicht jetzt auch mit der Laberei. Ihr seid ja nicht dafür da, oder? Ihr braucht Action. Ihr kriegt Action. Und weiter geht's. Wir besteigen die Zugspitze, sage ich schon. Wir besteigen die Baumkrone mit Barfuß. Und ich glaube, die Challenge haben wir auf jeden Fall geschafft. Zack. Geil. Boah, ist das schwer. Oh, da ist einer abgebrochen. Das tut mir leid. Ja, stimmt. Das möchte ich euch auch gerne mitgeben. Macht die Bäume nicht kaputt beim Klettern. Mir ist das jetzt aus Versehen passiert. Aber macht es nicht absichtlich, irgendwie was abzubrechen, dass ihr da lang kommt. Das gibt es ja auch manchmal. Wenn man einen Ast abbricht, kommt man ja weiter. Aber das ist Kacke. Verletzt die Bäume nicht. Besteigt die Bäume nur. Wie ein Eichhörnchen. Aber klaut ein paar Nüsse, aber macht den nicht kaputt. Puh, okay. Hier sind wir schon. Die Baumkrone haben wir erreicht. Ich glaube, höher ist komplett wahnsinnig, aber ich probiere es mal aus. Weil bei denen kann man das gerade sehr gut machen. Leute, schaut mal. Wow, ist das schön hier oben. Wow. So eine schöne Baumkrone habe ich lange nicht mehr gehabt. Aber hier kannst du die ganze Umgebung mal anschauen. Das ist wirklich schön. Wow. Wow, wow, wow. Ja, da geht's. Man sieht hier einfach. Boah, Alter. Aber wackelt sehr viel mit dem Wind. Ich muss mich einmal hinsetzen hier auf der Baumkrone und die Kamera abmachen. Ist sehr gemütlich, muss ich sagen. Ja, Leute. Ist das nicht schön über die Baumspitzen von dem Wald. Einer der höchsten Bäume haben wir bestiegen. Wir können halt fast auf den Wald schauen. Schon sehr cool. Ich guck mal, ob ich ein bisschen höher kommen kann. Höher geht's nicht. Aber schaut mal, wir können fast auf den Wald schauen. Schon sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, das sind die letzten Stöcke, aber da komme ich nicht hoch. Das bricht einfach nur ab, wenn ich das mache. Sehr, sehr dünn alles. Und Kamera wechseln. Ja, Leute, wenn das euch gefallen hat, das Video, ey, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einfach mal dabei seid. Die Community wächst immer größer. Ich möchte eine Community halt aufbauen, die sich interessiert, einfach gesund zu werden, gesünder zu werden oder sportlicher zu werden. Wenn du auch, sag ich mal, das fühlst, einfach mal gesünder zu werden, einfach mal mehr Kraft brauchst. Die Videos, die ich hier alle hier poste, die helfen alle, deine Gesundheit ein Stück besser zu machen. Ne? Und da zählt auch Baumklettern dabei, weil es ist halt ein Krafttraining, was auch wiederum sehr, sehr sportlich den Körper macht. Gleichzeitig Sonne, immer draußen mache ich meine Videos. Ja, und vieles mehr, Nahrung und so.
Leute, haut rein, macht euch einen wunderschönen Tag. Lasst euch inspirieren von meinen Videos. Bleibt fit, habt euch lieb, ich hab euch auch lieb. Haut rein, ciao, ciao. Hinter der Kulisse, wie lange brauche ich, den Baum runterzuklettern? Mal schauen. Okay, ich fange jetzt an. Ihr könnt schon auf den Timer gucken, Leute. Runter. Ich denke, ich schaffe das in 3 Minuten. Achso, ich kann ja auch so machen, dann sieht ja auch mehr was. Achso, habt ihr schon den Abonnenten-Button schon gedrückt? Wenn nicht, der ist unten, findet ihr. Den Liken-Button auch und die Kommentarenliste. Chat gibt es auch. Geht rein, schreibt was, das wird mich unterstützen. Holt Freunde rein, teilt es. Okay. Ich glaube, ich schaffe das so unter 3 Minuten, sehe ich gerade. Bin gleich unten. Oh, jetzt verhake ich hier nicht. Schnell. Okay, zack. Das war ein toter Ast wieder. Ich muss ganz drauf aufpassen. Die Kamera verschiebt sich wieder. Boah, nächstes Mal brauche ich wirklich einen Kameramann, der das von oben unten aufnimmt. Das ist so genial, wie ich hier rumspringe. Alter. Und ich bin angekommen. Barfuß. Angekommen. Goodbye, Leute. Habt euch lieb.